Freunde, ich weiß ja nicht, ob ihr noch auf der Zugspitze rumhängt, ne? Aber ich bin ja auf dem Mount Everest, denn ich habe die Basics gemacht. So ein Ding. Karl S., mittlerweile nur noch als Meme bekannt, will Kanzler werden. Two Board Guys, also Simplicissimus auf ihrem Hauptkanal, berichten und Matti reagiert. Karl S. will Bundeskanzler werden. Ah, Junge, warum könnte ich ihn sogar sehen im Bundestag, ha? Den Laberkopf. Die Rattenpartei. Ihr alle seid faule Ratten. Und wenn jemand Deutschland in eine testosterongeladene Zukunft führen kann, dann... Big Daddy S. Es ist es. Der Businesskönig und ehemalige Pumpenvertriebler weiß genau, wie man zum Volke spricht. 99. Oh Junge, der Clip weckt so schöne Erinnerungen. Oh, das war Hungriger Hugo, als er noch nur so richtig YouTube-Kacke gemacht hatte. Kennt ihr diese YouTube-Kacke von Hungriger Hugo über Karl S? Digga, die war so gut. 99% von euch sind faule Ratten. Für den Verfall dieses Landes sind wie bei jedem Populisten vor allem die Grünen verantwortlich. Baerbock ist dümmer als ein 8-jähriges Kind. Also bitte, Habeck, schalt's Gehirn ein. Big Daddy S ist Big Daddy S bereit für unser Land zu kämpfen. Er hat große Pläne und wird mit Wemmer-Fokus daran festhalten. Digga, die holen diese ganzen Oldschool-Dinger raus, ne? Also ich muss kurz was dazu sagen. Ich bin ja alt und ich bin sehr lange schon auf YouTube. Ich bin auf YouTube seit 2007 oder 2008. Ich glaube 2007 habe ich YouTube für mich entdeckt. Und bin seitdem aktiver YouTube-Gucker und habe all diese Entwicklungen mitbekommen, als der erste Fitness-Hype auf YouTube kam. Das war 2010 und das war in Deutschland Flavio Simonetti. Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Der hatte hier immer so ein Ansteckmikro und wenn er dann so geschluckt hat, war das dann so ultra laut. Warte, ich mach das mal so. Hallo mein Freund Flavio Simonetti hier. In diesem Video 5 Tipps für deine Brust. So hat er immer geredet. Und dann kamen so langsam ein paar Fitness-YouTuber auf. Da gab es die dunkle Seite der Macht. Es gab die Bösen. Das war alles rund um Karl S. Karl S., Tim Gabel, InScope, Salf Rettele, a.k.a. Ralf Settele. Da gab es dann so diese Gruppe. Aber die haben die immer nur Sachen verkauft und irgendwelche Affiliate-Modelle, Pyramidensysteme. Und da gab es auf der anderen Seite die Guten. Das war Flavio Simonetti, das war Görki. Das war damals Kolja zur Strandfigur, der dann irgendwann Aktien mit Kopf wurde. Der lange Zeit sehr coole Aktienvideos gemacht hat, die ich auch viel geguckt habe. Der jetzt aber seit 2 Jahren oder so random nur noch Schwurbel-Content macht und Verschwörungstheorien und Populismus verbreitet. Bruder, kompletter Absturz. Da war da Julian Zietlow. Krass, wie sich das Blatt gewendet hat. Die Guten sind zu den Bösen geworden. Julian Zietlow, der damals mit I Love Personal Training einen richtig coolen Kanal hatte mit auch allen möglichen Tutorials und sowas. Und Rocker Nutrition gegründet. Richtig groß dieses ganze Fitness-Ding aufgebaut. Ihr habt alle mitbekommen, was jetzt passiert ist. Krass, ich realisiere das gerade. Aber ja, zu der Zeit. Und Karl S. und seine Jungs, die hatten dann immer so verschiedene Pyramidensysteme, die sie beworben haben. Und da war unter anderem Venmar war so ein Ding. Das war so ein Elektrolytegetränk, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war halt so das klassische, kennt ihr Herbalife? Das war so Herbalife-mäßig. Das war so, ey Leute, kauft das, das ist richtig gesund. Und ihr könnt auch noch richtig Kohle machen, weil ihr könnt das verkaufen an Leute, die ihr kennt. Und dann macht ihr richtig Geld. Und wenn ihr das über meinen Link macht, dann mache ich Geld durch euer Geld. So ein Ding. Oh Junge, das waren Zeiten, ey. Verf*** die Scheiße nochmal. Get rich or die trying, Mann. Get rich or die trying. Ganz einfach. Verdammt die Scheiße nochmal, ja? Mich hält keiner von meinen verf***ten Zielen ab, Mann. Karl S. will... Aber warum schreit er mich denn an? Ich hab doch gar nichts gemacht. Gar nichts. ...will tatsächlich in die Politik gehen. Erstmal, was ist mein Ziel hierbei? Tja, erstmal danke für die... Wisst ihr, was ich sagen muss? In der Zeit 2016, 17, da wurde häufig über meinen Bruder Tobi gesagt, Tobi sähe ja aus wie InScope, weil die hatten beide zu der Zeit diesen Bart und die Frisur und so. Die Sache ist, 15-jähriger InScope sieht einfach auch exakt aus, wie 15-jähriger Tobi zu der Zeit aussah. Ich muss da mal kurz was leaken, wartet mal. So, wo ist denn 15-jähriger Tobi? Da ist 15-jähriger Tobi. Also hier haben wir den 15-jährigen InScope und hier haben wir den 15-jährigen Tobi. Und ich bin ehrlich, da ist irgendwie was. Ich kann euch nicht sagen was, aber irgendwas ist da. Die geniale Frage, ja. Ich möchte später in die Politik gehen, ab dem Zeitpunkt, wo ich circa ein Vermögen von 200-300 Millionen Euro habe.
Er hat gerade erst einen Instagram-Kanal mit dem Namen Karl S. Kanzler gestartet. Karl Alarm. Ist es eigentlich gewollt, dass ihr arm bleibt? Schauen wir so. Junge, man kann es nicht ernst nehmen. Karl immer mit seinem, was ist das? Ist das Schwäbisch? Dieser leichte Dialekt, der da mitfliegt? Ja, ne? Ich glaube, das ist Schwäbisch. Bitte steinigt mich nicht, wenn ich falsch liege jetzt. Bitte, bitte mach kein Auge. Dieses leichte Schwäbisch dabei, diese, Tobi, kannst du das bitte editieren nachher? Diese ultraschlechte Mikroqualität mit diesem viel zu viel Hall immer, viel zu viel Raum. Und was legt er drunter? Er macht dann auf Badass und legt dann immer da drunter, wo habe ich das denn liegen? Für mich ist das ja der David Goggins Soundtrack, ne? Jedes Mal, wenn er rennt. Aber Leute, das jetzt mit Karl S. Edit, ne? Ihr seid alle auf der Zugspitz. Ich bin auf dem Mount Everest. So schaut's nämlich aus. Ihr faulen Ratten. Wählt doch mich endlich. Leute, ein Land muss so geführt werden wie ein Riesenunternehmen. Deswegen baut euch eine eigene Rente auf. Passive Einnahmen, Vermögen, Cashflow, schreibt mir sofort Rente als DM und ihr bekommt von mir einen Plan. Das ist doch ein toller Kanzlerkandidat. Ey, wenn ich Kanzler werde, schaffe ich die Rente ab und ihr müsst euch alle selber drum kümmern. So ein Ding. Aber wie wäre unser Land unter S? Deutschland. Was ein gottloser Edit. Dann 2029. Das Verbrenneraus wurde gekippt, denn 80 Millionen Menschen wurden auf Anordnung des Kanzlers in Ferraris verwandelt. Ich wollte nie nur einen Ferrari haben. Ich wollte immer auch ein Ferrari sein. Ach Mann, die Sache ist, ich sehe es immer kritisch, wenn man aus solchen Vollidioten so Memes macht, weil die Leute feiern die Person plötzlich. Man sieht es bei ApoRed. ApoRed hat so viele, so schreckliche Dinge getan und du liest immer in den Kommentaren, aber man kann sagen, was man will, aber er ist trotzdem echt sympathisch. So, weißt du, und das ist so bei allem, was passiert ist und die Öffentlichkeit weiß von vielen Dingen noch nicht. Das wird jetzt an vielen Stellen angeteasert, dass da bald noch viel mehr Dinge rauskommen werden über ApoRed. Und trotzdem schreiben die Leute immer, haha, lustig ist er ja trotzdem. So, ah, der ist schon echt sympathisch. So, muss man ihm lassen, blablabla. Und die Sache ist halt, deswegen sehe ich so kritisch, eine Person zu so einem Meme zu machen, weil dadurch verbreitet es sich wieder und die Leute finden es halt lustig. Und wenn man das jetzt gegenüberstellt, den schrecklichen Dingen, die diese Person angetan haben und auch die Leute, denen diese Person das angetan haben, wenn man das jetzt in Relation setzt, ich glaube nicht, dass jetzt im Fall ApoRed beispielsweise, dass all die Opfer, die er, bei denen er Täter wurde, dass die das allzu lustig finden, dass wir alle sagen, haha, Insi-Modus, haha, let's go, der Hase, so, weißt du? So, und deswegen ist das immer so schwierig, aber das Ding bei Karl S. ist halt, er labert halt so viel Schwachsinn. Gefühlt jeder dritte Satz hat halt Meme-Potenzial bei ihm, weil er halt nur Stuss redet. Weißt du? In Bayern wurden die Kreuze an den Wänden durch kleine Mini-Hanteln ausgetauscht. Nur noch Geringverdiener wagen es zu studieren. Brich dein Studium ab, brich's ab. In Alpha-Seminaren lernst du 6 Punkte, die du befolgen musst, um reich zu werden. Dicker, heftiger Kanzlerkandidat. Und wie du ohne Startkapital bis 10.000 Euro im Monat verdienst. Hi, status coach. What do you do for business? I sammle Pfandflaschen in the snow and I have to versteuer in Germany. Danach stehen Bizeps-Curls und Schrägbankdrücken an. Morgen stehen 10 Green Flags bei Frauen und die große Diät für mehr Glück und Erfolg auf dem Stundenplan. Jetzt möchte ich kurz ein Video raussuchen aus Recherchezwecken. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Yeah. Karl S., meine Diät. Was erzählt er denn in dem Video so? Du sag mal, machst du eigentlich auch die Sex-Diät? Ja klar, die mache ich auch. Die funktioniert? Ja klar. Die mache ich auch. Ja, gell? Leute, ihr müsst unbedingt ausprobieren. So Leute, was ist eigentlich die Sex-Diät? Boah, ich bin ehrlich, ich glaube, diese Frage, die lassen wir unbeantwortet, oder? Plan. Für jeden Bürger der Bundesrepublik. Schaut vor euer viele an, dass ihr wisst, was Sache ist, ja? Ihr müsst auch denken, ihr Jungs, ja? Die Mädels lassen sich im Schnitt 2-3 Jahre früher als ihr, ja? Die Uschis lassen sich schon relativ früh durch. Danach. Gibt es Vertriebscoaching fürs Volk? Wie verkauft man überteuerte... Genau, das war's, die Wemmer-Story. Ja. Energy Drinks an Kinder. Was ist die Marge auf Pumpen? Ich habe da am Tag zwischen 3 bis 5, 6 Stück ungefähr verkauft. Also so 3 bis 600 Euro. Deutschland ist endlich great again. Die Nation ist fit und jeder verdient per WhatsApp-Gruppe mindestens 10.000 Euro im Monat. Das alles dank... Sowas tötet Menschen! Ich will auch dabei sein. Karl
Karl hier. Das ist mein Kanal. Ich gehe jetzt lieber wieder nach Hause. Dann verpiss dich. Wenn du es nicht willst, wenn du es nicht brauchst, dann verpiss dich. Die meisten checken, die wissen dann nicht mal, wie ein Unternehmen läuft. Was ist das? Was ist die Steuer? Das ist ein wahrer Horrorfilm. Was gibt die Kreditkartengebühren? Die PayPal-Gebühren? Die Coke-Gebühren? So, Placement-Partner muss ja jetzt ein Getränk sein. Holy? kein Instant-Placement? Oha. Could it be? It is! Big Daddy S. Es ist es. Big Karl Daddy S kündigt schon länger an, irgendwann mal auf Politiker umzuschulen. Meine Social-Media-Aktivität wird jetzt die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre noch eingeschränkt sein. Und dann erst, wenn mein unternehmerisches und wirtschaftliches Setup dementsprechend steht, erst dann werde ich in die Politik gehen. Karl ist geborener Ami. Und ich liebe die USA. Mr. Big S scheint sich bei seinem politischen... Bro, jetzt habe ich alles gesehen. Werdegang entsprechend vor allem Donald als... Vorbild zu nehmen. Germany first, Leute. Make Germany great again. American Glauben. Also eine Connection sehe ich schon mal. Beide haben exakt gleich viel natürliches Haar auf ihrem Kopf. Sie, dass ich verrückt bin? Coward. They sacrifice every day for the furniture and future of their children. I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. Oh Gott. Ich habe dieses Zitat ganz vergessen gehabt, ne? Verdrängt gehabt, aus Selbstschutz. Überhaupt auf die Person Donald Trump eingehen zu wollen, ähnlich war es ja bei ihm auch. Er hat sich nicht hochgedient in der Politik, sondern hat sich wirtschaftlich aufgebaut und ist dann rübergewechselt. Und das finde ich einen deutlich sinnvolleren Weg. Wie Trump sagt auch Karl gerne Dinge, die keinen Sinn ergeben. Leute, warum sind in dem See hier keine Enten mehr? Oh shit, sind ja alle auf meinem Shirt. Das ist so unfassbar dumm. Vor allem, weil es Schwäne sind, ne? Frankreich, parlez-vous, Französ. So viele Urus, wir machen nicht mal einen auf Gurus. Der Weg zum... War schon eine heftige Line. Kanzleramt ist also klar. Ein Land muss man im Endeffekt führen wie ein Unternehmen. Und ein Unternehmen kann man nur führen, wenn man praktische wirtschaftliche Erfahrung hat. Erstmal in der Privatwirtschaft hascheln, die Basics lernen und ab auf den Everest. Dann kommt der Switch in die Politik. Und Politik macht man heute über Reactions auf Instagram. Junge, wir leben einfach in einem Paralleluniversum, ne? Wir leben nicht in der Main-Timeline. Das hier ist eine Side-Timeline, Leute. Ich spiele mit dem Gedanken, der neue Reaktionsboss zu werden. Wichtig ist der. Ich überleg's mir ernsthaft. Na Karl, da freue ich mich drauf. Aber seit dem Streit mit Nico und Tim Gabel ist es auf YouTube etwas schwierig für Karl geworden. Ich hatte damals primär mit dem Tim und dem Inscope ein Problem. Und die waren natürlich befreundet mit diesen ganzen Ungen und diesen ganzen... Ich weiß ja gar nicht, wie die alle heißen. Och Mensch Karl, jetzt lass doch Simon da raus. Leute, wir leben in einem YouTube-Zeitalter, in dem du das YouTube Germany Expanded Universe konsumiert haben musst. Du musst die Lore kennen, um alle Witze zu verstehen. Man muss einfach die YouTube Deutschland Lore kennen. Da haben natürlich die alle schlecht über Karl S. geredet. Ja, da hast du natürlich die Arschkarte gezogen, wenn insgesamt 10 Millionen Influencer, Follower, 13-jährige, 14-, 15-jährige Kinder auf einmal über dich herhaten. Dann hast du natürlich schlechte Karten. Und deswegen. Ja, Karl, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also, wenn die ganzen 13-, 14-, 15-Jährigen dich haten, warum hauen dir denn dann plötzlich die ganzen Zuschauer ab, wenn deine Zuschauer doch keine 13-, 14-, 15-Jährigen wären? Das ergibt ja keinen Sinn. Als erwachsener Mann sag ich doch nicht, oh, den YouTuber gucke ich nicht mehr, weil irgendwelche Kinder den nicht gerne feiern, oder? Also, da ist doch irgendwie ein Knick in der Logik. Nee, man sagt ja Knick in der Optik. Hä? Gibt's da so ein Gegenstück zu? Irgendwo ist da ein Trugschluss, oder? Folgt mir alle auf Telegram, weil Instagram und Facebook sind beides Zensurplattformen. Er versucht es auch auf TikTok, auf der Plattform ist er aber leider einer gigantischen Verschwörung auf der Spur. TikTok blockiert politische Videos. Die ultimative Sigma-Musik. Videos. Die ganzen Videos, die auf Instagram bei mir durchgehen, die werden auf TikTok blockiert, wo ich über die Politik rede, die Deutschland schadet und über die Politik, die Deutschland hilft. Das heißt also, wenn Dinge...
Was hat er für eine Augenfarbe? Seine Augen sehen aus wie eingefügte PNG-Dateien. Auf TikTok von China. Krass, faszinierend. Der Mann hat wunderschöne Augen. Ich bin verliebt. Gebannt werden, die Deutschland helfen. Ist dann China für Deutschland oder gegen Deutschland? Was, Bruder? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Also nicht, dass TikTok und Zensur kein reales Thema sind, aber niemand durchdringt es so scharf und akkurat wie der Kreatinkommissar Karl K. Kanzler Karls Format ist simpel. Wenn ihr das, was ich sag, nicht mögt, dann... Ey, @Andy der Player, André++, ist das dein zweiter Account? Höchstwahrscheinlich Loser. Er sitzt irgendwo rum, mal im supersleeken Ledersessel, mal im teuren Rari. Dann spielt er Clips ab, zu denen er vorher oder nachher kurz seinen ungefilterten Senf gibt. Das erste große Problem ist, die Alten haben einen Rentenanspruch. Aber wir haben kein Geld, das irgendwo rumliegt, um diesem Anspruch zu genügen. Ich mach's kurz, Leute. Ihr werdet keine Rente bekommen. Deswegen baut euch eine eigene Rente auf. Passive Einnahmen, Vermögen, Cashflow, schreibt mir sofort Rente. Das ist im Ansatz keine schlechte Message. Es ist schon hilfreich, Eigenverantwortung zu übernehmen und sich nicht blind darauf zu verlassen, dass einem geholfen wird sozusagen vom Staat. Klar, das ist jetzt nicht schlecht, aber weiß ich nicht, ob Karl S. dann eine DM schreiben, um einen Investmentplan zu bekommen. Weiß ich nicht, ob das die angemessene Reaktion auf diesen Umstand ist. Rente als DM. So nicht. Aber der Anteil von CO2, den die Deutschen produzieren, ist so gering weltweit. Warum läuft da denn der Matrix-Soundtrack drunter? Ey Leute, wir leben in einem Zeitalter, in dem 70-jährige alte weiße Männer irgendwelche total lamen Zitate von Politikern oder was weiß ich wem genommen werden. Und es wird Sigma-Musik drunter gelegt und das wird so auf episch gemacht. Wie oft sehe ich das, Bruder? Wisst ihr, wer bei mir immer wieder auf die... Hier, ich gucke ja YouTube-Shorts. Wisst ihr, wer mir immer wieder in den Algorithmus gespült wird? Helmut Schmidt. Ich sehe Clips von Helmut Schmidt, wie er da sitzt mit Zigarette, wird interviewt. Was sagen Sie denn zu den Flüchtlingen? Und er sagt so, ja... Ja, was soll ich sagen? Und drunter läuft währenddessen, Herr Helmut Schmidt, was sagen Sie denn dazu? Aber die Flüchtlinge, ist doch so eine Sache. Die kommen hier nach Deutschland. In so einem Zeitalter leben wir, ne? Dass es vollkommen lächerlich ist, was die da die ganze Zeit machen. Also bitte, Habeck, schalt's Gehirn ein. Und ob jetzt in Deutschland Kohle verbrannt wird zum CO2 produzieren, ob in Kolumbien, das macht nichts aus. Nur weil wir hier weniger CO2 produzieren, heißt es nicht, dass andere dann auch weniger produzieren. Ey, das ergibt so hart Sinn. Hä, nur weil ich niemanden töte, heißt das ja nicht, dass andere Mörder deswegen jetzt nicht rummorden. Hä, ja, dann sollte ich doch einfach jetzt töten, oder? Das ergibt so Sinn, da habe ich nie drüber nachgedacht. Hä, warum töte ich niemanden? Er hat recht, die anderen töten doch trotzdem. Hä? So nämlich. Löst man das Problem mit dem Klimawandel? Ja. Elitastisch. Wow. Baerbock ist dümmer als ein 8-jähriges Kind. Ich halte es nicht mehr aus mit dem Habeck, du. Das bringt doch alles nichts mehr. Abschaffung aller Klimaschutzgesetze? Absolut ja. Ich... Warte, ganz kurz. Er hat hier das Lenkrad in der Hand, steht hier am Handy. Ich nimm mal aus mit dem Habeck, du. Stell dir vor, du wirst getötet im Straßenverkehr, kommst in den Himmel und findest dann raus, dein Mörder war Karl S., der währenddessen Instagram-Video aufgenommen hat. War's das wert, Digga? War's das wert? Das bringt doch alles nichts mehr. Abschaffung aller Klimaschutzgesetze? Absolut ja. Ich sage, es gibt einen Klimawandel. Sie ist literally getting tired of his shit. Ich sage, es gibt einen Klimawandel. Aber ich glaube nicht. Das ist schon immer. Ja, den gab es eben schon immer und aufgrund meines wissenschaftlichen Standes beeinflusst der CO2-Ausstoß, den die Menschen verursachen, nicht, dass der Klimawandel in die eine oder andere... Aber du kannst doch nicht... Oh Gott, du kannst doch nicht wissenschaftlichen Konsens nehmen, Fakten, Daten nehmen und sagen, naja, aber nach meinem wissenschaftlichen Empfinden, das ist nicht die Bedeutung des Wortes Wissenschaft. Also nach meinem persönlichen wissenschaftlichen Empfinden ist das nicht so. Selbst die Kamera untermalt, wie sehr out of focus ist, genau. ...andere Richtung gedrängt werden kann. Ich glaube, das ist auch wieder ein riesiger Wirtschaftsscam, der da betrieben wird. Ja, ja, safe. Wir werden alle getötet für Geld. Förderung, Schiefergasgewinnung, Fracking, ja, würde ich fördern. Hey Karl, ist es gerade dein Ernst?
Die allermeisten Clips, die er abspielt, sind populistisch, spielen mit Ängsten und haben einen Verschwörungserzählungsvibe. Ja, also jetzt habe ich alles gesehen. Oh, Bruder. Wir haben gerade Alice Weidel und Julian Reichelt in einem Kontext mit Karl S. in einem Simplicissimus Zweitkanal Two Board Guys Videos in einer Matti Reaction gesehen. Wir sind gerade auf einem Level, auf dem waren wir noch nie, Freunde. Das ist gerade First Time. Das ist eine Premiere. Denn wenn unsere Ampelregierung so weitermacht, Leute, dann haben wir alle in 5 bis 10 Jahren davon nichts mehr. Nicht nur die Medien, also nicht nur die Lügenpresse unterdrücken alles, was nicht in die linke und grüne Richtung geht, sondern auch Google, Facebook und so weiter. Nur Twitter von Elon Musk ist noch wirklich safe. You know, what is that actually ist es eigentlich gewollt, dass ihr arm bleibt? Schauen wir es uns doch mal an. Wenn genügend viele Leute in Europa genügend arm sind, sodass sie im Wesentlichen keine Ressourcen mehr verbrauchen können, kein Auto fahren können, im Winter nicht heizen können und kein Fleisch mehr essen können, dann löst das aber die Energie- und Klimaprobleme. Leute, Deutschland ist doch wirklich fast vorm Bankrott, oder? Big Daddy übernimmt. Der eine Gedanke, der mir dabei gerade jetzt in den letzten 2 Minuten die ganze Zeit durch den Kopf geht, ist, Karl S. ist für mich so dieses Sinnbild von Leuten, das bekomme ich auch so oft in den Kommentaren, so oft, wenn ich mal in Videos, ich versuche mich ja so wenig wie möglich politisch zu äußern, aber wenn ich mal hin und wieder so einen Schuss gegen die AfD feuer, dann kriege ich immer irgendwelche Heinis in den Kommentaren, hey Matti, was hast du gegen die AfD? Und immer und immer und immer wieder lese ich diese hier. Ich hatte über Jan Ruven berichtet auf dem Hauptkanal, über einen Zauberer, der Pädokrimineller war und jetzt im Gefängnis sitzt und immer wieder in den Kommentaren, ah, die Grünen, die Linksgrünen, die wollen das alles. Die haben unser Land über die letzten Jahrzehnte in den Ruin. Wie oft ich das lese, dieses, die Linken und die Grünen haben unser Land kaputt gemacht. Diggi, in den letzten 20, 25 Jahren wurde Deutschland exakt 0 Jahre von den Linken regiert und jetzt insgesamt 6 Jahre von den letzten 7 Jahre von den letzten 25 Jahren hatten die Grünen irgendwas zu sagen. Dass Deutschland heute ist, wo es ist, liegt zu 99% an CDU und SPD. Was haben denn die Grünen damit zu tun? Also, versteht mich nicht, wie gesagt, ich will mich politisch nicht äußern. Versteht mich nicht falsch. Ich bin selbst kein grüne Wähler. Aber das ist so dumm, bei dem Problem, die die CDU unserem Land bereitet hat, auf die Grünen zu hauen und zu sagen, die Grünen haben alles kaputt gemacht. Die Grünen hatten nichts zu melden. Und die Linken erst recht nicht, Digga. Oh Mann, Alter. Augenscheinlich also einfach irgendwelche Clips, die polarisieren, macht scheinbar keine Fact-Checks, keine eigene Analyse und gibt keinen Kontext. Also, Karl S., menschlich geworden Bild, ja? Er wiederholt offenbar einfach blind das, was sein Insta-Algorithmus ihm hochgespült hat. Deutschland schmiert ab, die guten Leute hauen ab, sogar Trump sagt's. In Germany, a catastrophe. I have friends from Germany. Wieder mit dieser Sigma-Mocke, Bruder. Germany, that for 20 years have been telling me how great Germany is, what a great place to live. Zauen sie alle ab. Auch beim nächsten Video zuckt man erstmal kurz zusammen. Wer sagt, dass sich schwarze Afrikaner nicht super integrieren können? Bitte? Was haben Sie gerade gesagt? Oh nein, oh nein. Aber dann kommt der unerwartete Plot. Okay, doch kein Gesamtclip, okay. Plot Twist. Doch, der Clip. Ich sage irgendwie, es geht. Bei mir braucht es ganz einfach Kartoffeln, Broschüre, Zwiebeln, Schnittlauch, da ist Senf drin. Wie geil ist der denn, Leute? What a thing! Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Normale Kartoffeln, ich würde sogar sagen auf die 1. Apropos Kartoffelsalat. Ah, jetzt kommt die Werbung, okay. Apropos Kartoffelsalat, was kommt jetzt für eine Werbung? Ich habe keinen Anhaltspunkt. Was könnte jetzt, es könnte alles kommen jetzt, oder? Zu jeder EM-Party gehört das passende Essen. Unsere Jungs stehen auf. Karotten, ihr wisst ja, meine Pferde lieben auch die Karotten, aber ich kann es verstehen, warum. Karotten passen ausgezeichnet zu diesem Elfmeter-Burger mit veganem Hack von Green Force. Die Grünen. Warte, was? Der Burger wurde offiziell von Thomas Müller approved und ist ab jetzt bei HelloFresh. Ach so, ich hab so lange gebraucht, um zu checken, dass es um HelloFresh geht. Ah, Junge. Endlich. Yes, Chef. Für den perfekten Fußballabend mit der Familie und Freunden gibt's noch viele weitere EM-Rezepte. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt das ganz gern auschecken. Hier, Link in der Beschreibung. Ihr kriegt, also HelloFresh schmeißt ja immer mit Rabatt um sich, ne? Ich habe ja auch ein paar Mal zusammengearbeitet mit denen schon. Hier 120 Euro Rabatt und so weiter, 50 kostenlose Desserts, blablabla. Checkt das Ganze gerne aus. Ich skippe mal so ein bisschen für den Flow des Videos, weil ich euch HelloFresh selbst schon 1000 Mal vorgestellt habe. Ihr kennt das Konzept, aber ja. Spart ihr bis zu 120 Euro auf eure erste Box und erhaltet bei einer Bestellung, Bruder, in der Schweiz sogar 140 Franken, boah. Und kostenlose Desserts für ein ganzes Jahr dazu. Nice. Say his name and he appears, I believe it. Alles!
Was kommt jetzt? Seit Anfang April kommentiert Big Cat die Kanzler fast täglich mindestens ein Video auf Instagram und spricht zum Low-Perform-Erfolg. Ihr faulen Ratten. In vielen Wahlkampfvideos geht es um Themen, die ihm über seine öffentliche Karriere hinweg wichtige Anliegen waren. Also was Karl S. schon immer hingekriegt hat, ist den Fokus richtig zu setzen von seiner Kamera. Ja. Dummes Stück Scheiße schreibt immer rein, Geld ist nicht das Wichtigste. Die Leute, die schreiben, Geld ist nicht das Wichtigste, die sind behindert. Und ich mache jetzt wirklich... Okay. 10.000 Leute reicher. Ich will 10 Leuten schaffen, dass sie bis Ende nächsten Jahr Millionär sind. Das wäre es früher. Peinlich gewesen zu sagen, wir können uns was für 49 Euro nicht leisten. Wir hätten uns geschämt. Wie man sich das halt leisten kann, ist einfach, wenn man in den Buchclub geht und da halt auch nochmal merkt, wie man richtig mehrere Businesses aufbaut. Businesses. Aber Geld ist in einem von Big S regierten Deutschland nicht das Allerwichtigste. Man braucht auch Frauen. Der Erfolg bei Frauen ist aber auch... Oh nein. Und ach, bitte nicht. ...ausnahmslos an Geld geknüpft. Ergo, Geld ist doch das Allerwichtigste. Okay, okay. Entsprechend schwingt S für alle almanischen Geringverdiener staatsmännische Motivationsreden. Entweder du bist jemand, der sowas anguckt, oder du bist jemand, der sowas bekommt. Wenn du sowas bekommen willst, dann darfst du dich angucken. Aber meinte er nicht in dem anderen Clip vorhin noch, man soll sich angucken, um vorbereitet zu sein? Warum läuft immer diese heftige Sigma-Musik drunter? Du musst richtig randlotzen, arbeiten, erfolgreich werden und dann siehst du sowas nicht weglaufen, sondern dann siehst du es von vorne, nicht zu dir herrennen. Denn jeder wie er mag so, ne? Aber ich hätte jetzt persönlich nicht so hart Interesse an einer Frau, die auf mich zurennt, nur weil ich jetzt fett Kohle habe, so. Also ich fände eine Frau prinzipiell schon cooler, die auch ohne, dass ich die ganze Kohle habe, schon zu mir gerannt ist, oder? Weil sie halt auf meine Plauze steht, versteht ihr? Und wie wir alle wissen... Das Egoistischste, was ihr sein könnt, ist arm zu sein. Also der Satz out of context ist auf so vielen Ebenen ja mal so falsch, Bruder. In Karls Deutschland wird die Rolle der traditionellen Hausfrau gestärkt. Wenn ich das mitbekomme, dass Frauen sich verhalten wie da nehm ich der Hörer in die Hand und da rufe ich der Vater an. So nämlich hat er früher regelmäßig leicht bekleidet im Gym rumgegrunzt, oberkörperfrei Trainingsvideos aufgenommen und eine... Digga. Karl S. mit Haaren ist nicht real. Er kann dir nichts tun, Matti. Und eine Fashion-Straftat nach der anderen begangen. Philipp Plein an hier, die Jeans, auch wieder so ein Seitenelement. Aber wenn Frauen sich nicht so anziehen, wie es ihm passt, dann wird er am liebsten kontrolliert ausrasten. Das, Leute, sind dann die Frauen, die sich dann im Gym drüber beschweren, dass sie angegafft werden. Wenn ihr nicht angegafft werden wollt, dann zieht euch doch bitte normal an. Alles klar, Digga. Der autoslappende Stammtisch-S hat auch direkt eine passende Metapher parat. Stell dir mal vor, jemand zieht sich an wie ein Polizist, dann wird einer angegriffen und dann rennt er hin und sagt, hey, Hilfe, Hilfe, ich brauche deine Hilfe. Und dann sagt er, du, nur weil ich aussehe wie ein Polizist, bin ich doch kein Polizist. Ich glaube, das ist der dümmste Vergleich, den ich je gehört habe. Wenn du nicht aussehen willst wie eine Lampe, dann zieh dich einfach anders an, okay? Dieser Endzoom auf den Booty, though. Peinlich! Im Dating-Game sind Männer Vertriebler und Frauen sind Marketer. Hä? Weil du von 20 bis 25 bist du eine hübsche Frau, okay? Von 20 bis 25. Ja, Leonardo DiCaprio approves. Und wirst von den Männern eingeladen. Irgendwann, Ende 20, bist du nur noch Secondhand. Du bist halt dann irgendwann mal vielleicht etwas Gebrauchtware. Es stinkt hier gerade irgendwie plötzlich so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch riecht, aber es stinkt gerade so komisch nach faulem Ei. Kennt ihr das? Wenn ihr so sehr proteinreich gegessen habt und dann furzt ihr, Digga. Wie dann dieser Furz riecht, so den Geruch habe ich gerade irgendwie in der Nase. Kennt ihr das? Uns fehlen in Deutschland die Kinder. Wir haben ein Demografieproblem. Viktor Orban in Ungarn, der macht das ganz anders. Wir werden von unseren dümmsten Leuten regiert. Deswegen, wenn es zu den nächsten Wahlen geht, Leute, wen werdet ihr wählen? Und damit sind wir bei der toxischen Seite des Kanzler-Contents angekommen. Karl... Damit? Es ist irgendwie unterhaltsam. Das Problem ist aber, dass er seine Ambitionen und Pläne potenziell irgendwie doch ernst meint. Ich sag meine Meinung gerade nach außen und fordert alle Leute auf, die eine Reichweite haben, die ein Business haben, die Gelder haben, die Einfluss haben, ihre Meinung öffentlich zu machen. Deswegen informiert euch über die Politik,
redet über die Politik und tut andere. Warum dabei diese ultra-epische Mucke? Menschen anzünden, dass sie auch wählen gehen. Wir müssen Deutschland rumreißen. Teile seiner populistischeren Inhalte sind ziemliche Hottakes mit ordentlich rechter Schlagseite. So viele gute Leute gehen aus Deutschland weg und was reinkommt, ist nicht das Gelbe vom Ei. Oh, der Anwalt ruft an, mal schauen, was er will. Ja, Klaus, was gibt's? Oh! Stell dir vor, du wirst plattgefahren von Karl S., der für ein Instagram-Video so tut, als würde er mit dem Kanzler telefonieren. Was? Was hat er gemacht? Ja, Gott sei Dank... Mit dem Anwalt telefonieren, Entschuldigung. Dann hat er keine Steuern hinterzogen. Gott sei Dank war es nur ein dreifacher Mord und Kinderschändung. Und dann das Einsetzen von dieser Sigma-Musik, Bruder! Wenn man also pro Alt. Gott sei Dank hat er nicht Steine hinterzogen, sondern einen dreifachen Mord. Bum, 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 bum. Hinterzogen. Gott sei Dank war es nur ein dreifacher Mord und Kinderschändung. Wenn man also pro AfD-Meinungen raushaut, kommt die Polizei. Wenn aber irgendwelche Flüchtlinge Frauen belästigen, dann kommt keine Polizei rüber. Gute Nachrichten zur illegalen Einwanderung. Boah, sorry, ich reagiere da gerade echt allergisch drauf, ne? In Deutschland, die Kriminalitätsrate sinkt im Ausland. Wenn die guten Leute abhauen und schlechtere Leute reinkommen, geht alles im Bach runter. Dass Leute, die nicht eine hohe, also beziehungsweise einen hohen Grad an rhetorischer Intelligenz haben. Ah, und das zieht ja aus dem Jordan Peterson-Clip, ne? Haben, also im Endeffekt nicht so schlau sind, die sind eher woke und wählen eher links. AfD oder Grüne? Aber da habt ihr aber auch extreme Formen. Also, nee, das kann ich nicht beantworten, weil die Grünen drehen am Rad und die AfD genauso. Also, nein, es gibt zum Glück ein paar Farben dazwischen. AfD oder... Meine Frage ist die, wo dreht die AfD am Rad? Bro, also... Das macht er doch nur, um die ganzen rechten Wähler für seine potenziell zukünftige Partei schon mal zu versammeln, oder? Das ist doch nur ein strategischer Schachzug, das meint er nicht ernst. Auf gar keinen Fall meint er das ernst. Das macht er rein strategisch, weil er sieht, wie groß die demografische Gruppe ist, die potenziell anfällig dafür ist, die AfD zu wählen, und die will er magnetisch um sich versammeln. Das meint er nicht ernst, Bruder. Zählt doch mal die Liste auf, was gegen die AfD bitte spricht. Und Bro, das ist 5 Sekunden Recherche und dann findest du ganz, ganz viele Listen. Ich kann nicht mehr. Es macht mich irgendwie fertig, dass sowas ohne Ende auf Social Media unterwegs ist und leicht zu beeinflussende Jugendliche damit zugebombt werden. Ich gehe mal duschen. Ich fühle deinen Schmerz zu 100%. Sobald es jetzt halt wirklich hier ans Eingemachte geht, das ist echt sehr beängstigend. Das ist immer so die einzige politische Haltung, die ich gerne öffentlich äußere. Das Einzige, was ich politisch sagen möchte, ist, es ist sehr beängstigend, wie in sämtlichen demografischen Gruppen in der Gesellschaft eine sehr krasse Spaltung mit einem sehr schweren, großen Anteil in Richtung rechts gerade stattfindet. Das ist sehr beängstigend, weil die Menschen gefühlt zu lost sind, um das, was sie in gefühlt 5 unterschiedlichen Jahren in der Schule im Geschichtsunterricht gelernt haben, daraus auch nur ansatzweise zu lernen. Das ist halt echt erschreckend. Nicht nur rechtsextrem, dies, das. Ja, aber genau darum geht's doch. Nenn mir ein Gegenargument zur AfD, außer rechtsextrem, dies, das. Bro, das ist der Punkt! Auch was gegen die AfD bitte spricht und nicht nur rechtsextrem, dies, das. Hä? Nenn mir einen Punkt, der gegen Mord spricht. Und jetzt sag nicht, ja, damit beendet man Leben. Nein, 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 das meine ich jetzt nicht. Hä? Was? Deswegen nie Geldleistungen und immer nur Sachleistungen. 1-Euro-Jobs, Zwangspflicht, sonst wirst du abgeschoben. Und noch was. Wenn eine Frau oder ein Mädchen so einen Typen datet, ist ein Teil des Problems der Hygieneverseuchung ein bisschen weg. Hitler, bist du's? Hygiene ist weg. Karl, lass deine widerlichen Stammtischparolen doch bitte auf Sylt. Ist rechts politisch gesehen was Schlechtes? Weil es wird ja immer das Wort rechts herumgeschmissen, die AfD ist zum Beispiel rechts, rechtsextrem. Aber ist es wirklich etwas Negatives? Als Partei in Teilen gesichert, rechtsextrem zu sein, ist selbstverständlich etwas Negatives. Auch wenn es zahlreiche AfD-Wähler laut Umfragen leider Gottes nicht zu jucken scheint. Rechtsextremismus bedroht unsere freiheitliche Gesellschaft. Oh, das ist schön, dass sie das nochmal am Ende raushauen. Sehr, sehr schön, nachdem sie jetzt 17 Minuten gezeigt haben, was für ein Living Meme er ist und was für ein absoluter Vollhorst. Sehr, 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 sehr gut. Mega, boah, oh, Junge, oh, ich feiere es gerade so hart. Boah, Leute, verbreitet dieses Video wirklich. Liken, teilen, dies, das, Ananas. Sehr, sehr schön. Da dann das alles als Aufmacher zu
auszunutzen für die Message am Ende, finde ich sehr schön. ...und unsere Demokratie. Nie wieder ist jetzt. Das werden wir immer und immer wieder klarstellen, auch wenn die Comment-Section unter diesem Video vor allem im Stolzmonat im Resultat von einer jämmerlichen Mini-Armee von braunen Deutschland-Flaggen im Profil fast Analphabet-Proleten durchseucht wird. Wo sind wir politisch eigentlich Digga, Ehre misshandelt, Bruder! ...kommen, dass irgendjemand in Deutschland Rechtsextremismus verteidigt. Richtig, in Deutschland. Swipet lieber nach links und rechts zum nächsten Hundereel, wenn Big Daddy euch irgendwas von Politik erzählen will. Politische Bildung holt man sich nicht aus Insta-Stories oder auf TikTok. Lösch TikTok, lösch OnlyFans, lass es alles einfach sein. Das war's für heute. Checkt unbedingt HelloFresh ab. Mit dem Code Hello2BG spart ihr bis zu 120 Euro auf eure erste Box und erhaltet bei einer Bestellung kostenlose Desserts für ein ganzes Jahr dazu. Feiert gut und... Ich mache jetzt wirklich 10.000 Leute reicher. Ich will 10 Leuten schaffen, dass sie bis Ende nächsten Jahr Millionär sind. Wird es dein Leben verändern, so wie noch nichts zuvor? Das hier wäre eigentlich Tausende von Euros wert. Aber ich mach's komplett kostenlos. Vielen Tausend von anderen Menschen geholfen, mehr Geld zu verdienen, selbstbewusster zu werden, gesünder zu werden, fitter zu werden. Und viele von euch fragen sich, ja du Karl, wie hast du das gemacht? Ganz einfach, ich schenke euch eine 10-Tage-Challenge, komplett kostenlos, die euer Leben massiv positiv beeinflussen wird. Dann bekommt ihr von mir auch noch richtig viele Gutscheine und Boni im Wert von ein paar hundert Euro mit oben drauf geschenkt. Karl redet so, als wäre er Jesus. Er tut so, als ob er das alles so... aus freien Stücken macht und er nichts... Ach Leute, komm hier, ich schenk euch einen Juicery-Gutschein. Ich schenk euch eine 10-Tage-Links. Ach, ich hab 10 Hunderttausenden Leuten geholfen. Die Leute, die immer am heiligsten tun, Leute, passt da auf, das sind immer die dreckigsten. Boah, und damit oh mein Gott, und damit beendeten sie der Oma. Oh Junge, oh Leute, das war ein Auf und Ab der Gefühle, ne? Jungs, was habt ihr gemacht mit mir? Die Beine haben mich auseinandergenommen. Boah, sehr, sehr, sehr starkes Video. Also wirklich, Leute, unbedingt verbreiten die Kacke, ne? Wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig. Finde ich sehr, sehr wichtig, drüber zu sprechen, drüber aufzuklären, zu mahnen. Junge, Junge, Junge. Boah, das war ein Fiebertraum. Aber ich bin froh, dass wir diesen Fiebertraum durchgemacht haben. Und wenn euch das Video schon richtig sauer gemacht hat, wegen nachgeplappertem Zeug von der Bild, dann klickt mal auf das Video, denn da geht es darum, wie die Bild Peter Lustig als Kinderhasser dargestellt hat. Schaut euch auf jeden Fall das Video an, falls ihr bis heute noch dachtet, dass er ein Kinderhasser wäre. Die Bild hat euch alle angelogen und hier ist der Beweis.